Test bei Autotest Schwaben haben wir den Mercedes-Benz E-Klasse W212, wie sie gebaut wurde von 2009 bis 2016. Im Januar 2013 gab es dann die große Modellpflege. Da gab es dann einen großen Scheinwerfer, also nicht mehr mit diesem Steg hier. Es gab dann keine Doppelscheinwerfer mehr, sondern wieder große Breitbandscheinwerfer bei der E-Klasse. Das wurde dann komplett erneuert. Es gab ihn, wie gesagt, als E200 mit Erdgas gab es auch. Der hatte dann statt 184 nur 163 PS. Es gab den E250 mit 204 PS, den E300 V6. Der hatte erst 231, später dann bis zu 252 PS. Es gab einen 350 CGI mit 292 PS. Dann gab es einen E350 mit 272 PS sowie einen E500er mit bis zu 408 PS. Die Speerspitze bildete natürlich der AMG mit satten 585 PS. Vorher waren es 525 vor der Modellpflege. Bei den Diesel gab es auch zahlreiche Modelle. Es gab den E200 CDI mit 136 PS. Dann gab es den E200er CDI, der hatte später dann 170 PS. Es gab einen E250 CDI, der hatte 170 PS, sowie einen E300 Hybrid mit 204 PS. Hier haben wir die Speerspitze im Dieselbereich, ein E350er Diesel, ein CDI mit sage und schreibe 265 PS, die Kilometerlaufleistung 172.000 hat dieses Fahrzeug runter. Ja, er hat noch die Ponton-Kotflügel, da erkennt man, dass es ein Fahrzeug vor der großen Modellpflege ist. Das ist einer der letzten, denn 2013 gab es ja dieses obligatorische Facelift. Da fehlen dann die Ponton-Kotflügel weg und es gab, wie gesagt, die neuen Scheinwerfer. Ja, kommen wir natürlich jetzt zu den besonderen Stärken und Schwächen der Mercedes-Benz E-Klasse W212. Zu den Stärken gehören recht gute Verarbeitung, ordentlicher Fahrkomfort. Ja, die Motoren im Benzinerbereich sind relativ solide und sparsam. Auch die Dieselmotoren sind sparsam. Zu den Schwachstellen. Tja, es gab anfangs Probleme mit der 5-Stufen-Automatik. Dann gab es Probleme mit den Injektoren. Besonders bei C200, bei E200 CDI gab es hier Probleme. Auch beim 220 CDI, schließlich auch beim 250 CDI mussten die kompletten Injektoren oft ausgewechselt werden, weil sie vom Zulieferer Delphi dann auch oft nicht geliefert wurden. Gab es oft lange, monatelange Wartezeiten. Auch heute noch ein Problem, die Injektoren bei den Dieselmotoren. Dann gab es Probleme anfangs mit der Elektrik und auch mit der Verarbeitungsqualität bis zur großen Modellpflege. Deshalb bekommt die Mercedes E-Klasse W212, gebaut von 2009 bis ins Jahr 2016, auch nur 3 von 5 Sternen und ein bedingt empfehlenswert, zumindest bis zur Modellpflege im Jahre 2013.